Hallo zusammen, ich heiße Angelina Masur-Sotska und in der Gesellschaft der ethnischen Deutschen bin ich schon dritten Jahr. Zuerst habe ich einen Deutschkurs für Jugendlichen besucht und dann, zwei Monate später, bin ich in den Jugendclub Karaganda Grasshüpfer gegangen. Meine erste Veranstaltungen erinnere ich mich immer noch. Das war eine Vorbereitung zum Erntedankfest und Wahl des neuen Vorsitzenden von VDJK. Meine erste Tätigkeit in VDJK ist mit dem Quiz Der Ruf der Macht 2 angefangen. Warum 2? Denn diese Idee zuerst wurde in Taraz durchgeführt und ich habe es auf dem Rat des VDJK 2019 gehört und wollte sofort das auch organisieren. Dann hatten wir auch Achtung SMM und kleine Aktivitäten mit Sprachassistenten. Im August habe ich an der Organisation der deutschen Jugendkursen B1 und B2 mit Olga Beder und Manuel teilgenommen. Es war ein wirklich großer Eindruck für mich über die Arbeit mit unbekannten Menschen. Übrigens führen wir jetzt einen Konversationsclub mit Sprachassistenten aus dem Goethe-Institut durch. Mein erster und ehrlich gesagt zurzeit einziger großer Projekt war Rat des VDJKs 2020. Es war unvergesslich. Zuerst hatte ich gemischte Gefühle. Ich wusste nicht, was und wie ich alles machen soll. Dann wurde ich gefürchtet, denn viel, was ich machen sollte, wusste ich gar nicht. Als ich verstanden habe, dass niemand außer mir es machen wird, hatte ich sofort viele Fragen. Aber wegen der wirklich guten Mannschaft ist alles gut geklappt. Die Leute in unserem Verband spielen die wichtigste Rolle. Das schätze ich am meisten. Und jetzt möchte ich mit euch weitermachen.